Konnichiwa, Minasan! Im heutigen Video möchte ich euch mal ein bisschen was über dieses Teil hier erzählen. Und zwar nennt man das Chanchanko. Das kommt eigentlich vom Haudi. Und Haudi ist etwas, was man sich über den Kimono nochmal als kleinen Überzug so drüber ziehen kann. Der Unterschied ist, dass man normalerweise beim Haudi nicht hier diese Ärmel hat. Auch normale, richtige, was heißt richtige, das ist auch ein richtiger. Aber so traditionelle Chanchankos, die haben eben, hier ist das auch abgeschnitten, die haben keine Ärmel. Diese Chanchankos, wofür sind die da? Und das ist nämlich vor allem sehr brauchbar im Winter, beziehungsweise ich finde, das braucht man im Winter in dem japanischen Haus. Die sind, wenn ihr mal hier guckt, relativ dick. Vielleicht kann man das hier jetzt so ein bisschen sehen. Die sind relativ dick gefüttert und dadurch eben sehr warm. Deswegen haben die Japaner das früher im Winter eben auch oft angezogen. Denn in japanischen Häusern ist es im Winter verdammt kalt. Man fühlt sich fast wie auf dem Nordpol. Und das erleben wir jetzt hier auch schon. Wir sind jetzt so ein bisschen in den November rein, haben noch nicht Mitte November, Anfang November und es ist morgens richtig, richtig kalt hier schon bei uns im japanischen Haus, weil eben in der Nacht kühlt es dann runter, ne, auf unter 10 Grad manchmal auch so, aber noch um die 10, man würde sagen, es geht noch, aber das Haus kühlt halt komplett mit runter, weil Isolierung und so in den meisten japanischen traditionellen Häusern nicht vorhanden ist. Das heißt, man wacht morgens auf und denkt sich, oh mein Gott, wo bin ich denn gelandet? Und dann gibt es eben auch keine Zentralheizung, die man jetzt im ganzen Haus irgendwie den ganzen Tag anlassen könnte. Es gibt nur die Klimaanlagen, die gleichzeitig auch als Heizung fungieren können oder solche Heizgeräte, da haben wir auch hier so ein schönes und der pustet dann immer hier seine Luft raus und macht eben, ja, warme Luft, aber das dauert natürlich auch, bis so ein Ding dann den Raum erwärmt hat. Der Raum wird aber ganz gut erwärmt, das muss ich schon sagen, also wir haben das ausprobiert, das ist ganz gut, aber man muss eben ein bisschen warten und wenn man nachts das Ding dann wieder ausmacht, was man machen sollte, dann wird es halt wieder kühl. Da man also die Wohnung im Winter nicht wirklich oder das Haus nicht wirklich warm bekommt, gibt es dann diese Chanchankos, die einen richtig schön warm halten. Ja, also man hat das dann an, dann ist einem vielleicht hier, wo ein bisschen frei ist, ein bisschen kalt und die Füße ein bisschen, aber ansonsten sind die wirklich sehr, sehr warm, habe ich heute Morgen auch direkt angezogen. Zeige euch das Ganze vielleicht auch nochmal von hier. Hier, so sieht das Ding ungefähr aus, ist relativ lang, geht, sage ich mal, so bis zu den Knien ungefähr, geht es. Und das ist jetzt einer, den Mike mir geschenkt hat, zu Weihnachten, vor 4 Jahren schon, ja. Also während meines Auslandsjahres hat sie mir den geschenkt und den benutze ich immer noch. In Deutschland habe ich den nicht wirklich gebraucht, weil mit Zentralheizung und so, da ist halt kein Problem. Aber hier braucht man den wirklich schon. Das heißt, wenn ihr in Japan lebt über den Winter und ihr habt ein einzelnes Haus, wo ihr drin lebt, dann wird es wahrscheinlich relativ kühl. Dann kann ich euch so ein Chanchanko wirklich nur empfehlen. Gibt verschiedene Versionen auch, wie gesagt, gibt den auch ohne Ärmel, das ist ein bisschen traditioneller und so. Das hier ist so eine Chanchanko-Jacke, könnte man sagen. Kann ich euch auf jeden Fall nur empfehlen, wenn ihr in irgendwelchen Apartmenthäusern wohnt, dann wird es wahrscheinlich nicht ganz so kalt, dann habt ihr Glück. Bei der Gastfamilie ist es auch super kalt geworden, die haben ein einzelnes Haus. Aber Majus Familie, die wohnen eben in so einem Apartmentgebäude und eben dann auch in einem Apartment. Und die haben natürlich oben, unten, links, rechts, die haben überall noch Leute wohnen. Es ist ein bisschen geschützt, das ist nicht aus Holz, sondern aus Beton, der ganze Komplex. Und deswegen ist bei Majus Familie wesentlich wärmer, so im Durchschnitt, als bei uns. Und auch in der Nacht kühlt es nicht ganz so runter. Und das ist schon wirklich ein Vorteil. Ich werde euch natürlich auch auf dem Laufenden halten, wie es uns hier geht an unserem Nordpol in diesem Haus. Es gibt noch eine Maßnahme, die die Japaner treffen. Und zwar holen sie sich einen sogenannten Kotatsu. Kotatsu sind beheizbare Tische. Das ist ein Tisch mit einer Decke. Und da werde ich nochmal ein separates Video für euch drüber machen, weil das eben auch sehr, sehr japanisch ist. Wir haben so ein Ding auch. Und das werde ich euch dann natürlich auch zeigen. Und da verbringen Japaner auch eigentlich die meiste Zeit im Winter unter diesem beheizbaren Tisch. Da wird dann gegessen, da wird Fernsehen geguckt, da wird gelernt, was weiß ich nicht alles. Und da ist die Familie dann eben auch. Mayu schläft auch manchmal dann da irgendwie, sagt, ja, das war so schön warm und dann bin ich direkt weggeschlafen oder so. Das geht also auch. Das werde ich euch in einem anderen Video nochmal vorstellen. Jetzt wollte ich euch erstmal diesen Chanchanko vorstellen. Ja, ein lustiger Name, ne? Chanchanko. Vielleicht kanntet ihr den ja noch gar nicht. Und ja, habe ich gedacht, das ist vielleicht mal ganz nett zu erfahren. Und wenn ihr in Japan seid im Winter, dann holt euch so ein Ding auf jeden Fall. Ist schön warm, wenn euch in Deutschland auch öfter mal kalt ist oder so. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön warm und hat auch irgendwie was, finde ich. Also sieht ganz nett aus. Der Winter in Japan, also hart, gerade wenn man im Norden Japans wohnt, Hokkaido oder so, da wird es natürlich in die Minusgrade geht's rein, da wird es noch kälter. Bei uns wird es eigentlich seltener unter 0 Grad, sondern eher so um die 0 Grad, wenn es dann kälter ist. Also es geht noch. Der Winter in Osaka ist noch gemäßigt, aber dadurch, dass die Heizungen halt fehlen in den Wohnungen, ist es je nachdem, wo man wohnt, dann doch schon relativ
relativ kalt. Das soll es gewesen sein von diesem kleinen Video. Heute mal ein bisschen kürzer. Ich wollte euch nur diesen wunderschönen Mantel vorstellen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas schon mal gesehen habt, ob ihr selber so einen besitzt, ob ihr den auch schon verwendet habt. Und wenn ihr mal im Winter in Japan wart, wie habt ihr den Winter überlebt? Hattet ihr einen Kotatsu? Hattet ihr diese Heizstrahler, die viele Japaner haben? Habt ihr die Klimaanlage benutzt, um zu heizen? Was habt ihr gemacht? Vielleicht habt ihr ja noch einen Tipp für mich, wie ich den Winter hier ganz gut überstehen kann. Ansonsten schaut gerne auf der Website auch nochmal vorbei. Da habe ich jetzt gestern, müsste das gewesen sein, wenn dieses Video hochkommt, eine Bücherliste gemacht für euch mit Japanisch-Büchern und Empfehlungen zum JLPT und Empfehlungen zu Japan-Büchern generell. Da könnt ihr mal vorbeischauen auf der Liste. Vielleicht ist da was dabei, was euch interessiert. Ansonsten in der Videobeschreibung natürlich auch noch ein Link, über den ihr meine Arbeit durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Mein Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr öfter was bei Amazon kauft und darüber kauft, dann bekomme ich eine Provision. Ihr zahlt keinen Cent mehr. Und eine Menge an Online-Kursen, falls ihr Hiragana, Katakana oder Japanisch generell lernen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!